und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege. Mit dabei ist Jendrik. Hallo Jendrik, was geht ab? Hi, live Hi. Im Stream. Live im Stream, yay, noch immer. Also von der Logik her, echt sieht das natürlich sehr realistisch aus, dass da auf dem Dach einfach so komische Holzbretter sind, die überhaupt nicht durchschimmern. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ja. Ach man! Gar nichts. Den wollte ich picken, ihr Wichser. Ist auch geil, dass wir Montani und Blitz hatten, haben wir gerade eben in der letzten Runde halt auch schon gehabt. Was nimmst du, Wichser, jetzt? Weiß ich nicht. Jetzt Termite. Ich nehm Termite mehr, wenn T-Termite. Also ist schon nice, also so häufig sieht man ja beispielsweise Montagne oder Blitz nicht. Aber beides halt gleichzeitig ist halt so irgendwie. Aber ich finde Blitz halt besser, ich finde Montagne halt mega useless. Montagne ist halt mega unmobil und nur weil er ein bisschen mehr aussieht, das heißt nicht, dass er halt besser halt ist. Und Blitz halt ja, Montagne ist halt schon gut, ne? Aber halt eigentlich eher. Also es gibt, wenn du halt den gut spielst, dann ist es halt schon nice. Aber das Problem ist halt tatsächlich. Aber rein utility-mäßig ist er halt schlecht, weil er kann halt nur dieses Ding verstärken und bleibt dann halt stehen. Und damit kannst du halt nicht in den Raum reinpushen, während du halt mit Blitz reingehen unten. Kannst und flashen kannst. Basement. Mhm. Basement. Ja, aber das Schild soll ja so einen Schutz darstellen, dass du halt mit mehreren Leuten nicht dahinter stellst, ne? Ja, grundsätzlich schon, aber das funktioniert halt so. Ja, halt, wenn du halt im Team spielst, funktioniert es halt wesentlich besser, ne? Also so gibt's random. Halt echt nur einen Weg in den Raum rein, oder was? Das ist selbst halt. Oh. Du kommst ja nach unten durch. Also durch diesen. Jetzt sind wir natürlich falsch gespawnt. Aber wo die Baustelle ist. Ich weiß noch nicht gerade, wo die Baustelle ist. Ist sie links oder rechts rum? Links rum. Rechts rum. Was? Rechts, bist du dir sicher? Nein, bin ich nicht. Aber ich bin schon mal komplett um dieses Gebäude rumgelaufen. Ja. Nämlich verkehrt. Ja, Merwin, das kann mal passieren. Aber guck mal, hier, so weit ist das gar nicht entfernt. Ja, gut, aber du musst wieder so oben lang. Von daher ist das eh Wumpe. Wir machen hier mal auf, zack. Bam. Was? So ist das. Was? War das der? Ja, hat halt Glück, ich bin halt ultra reingelaufen. Der Doc war das. Ja, aber re-random as fuck, was ist das denn jetzt bitte? Wo ist denn jetzt überhaupt das Ziel? Ach, wird das nicht gar nicht angezeigt? Unten ist das doch. Ja, aber. Egal, wenn keiner hier. Erstmal das Thermite-Ding unnötig verbrauchen. Ich hab keine Ahnung, aber den Wichser hier. Da ist C4 da dran. Achtung. Oder da hing C4. Guck mal, die Lampe leuchtet jetzt die ganze Zeit. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung den Raum sichern und den Dio-Behälter schützen. Hab ich gehört. Kannst du ja übrigens runterdroppen, Janik. Ja, hab ich deine gesagt. Deine Mates sind nämlich schon drin. Das ist das Blitzding rechts von dir. Sind die eigentlich alle retarded? Ja, das ist 1 gegen 1 jetzt, ne? Gut. Ist er retarded? Er hat das nicht gehört, oder was? Was war das denn jetzt einfach nur für eine Runde? Aber auch 30 Schüsse drücken, weißt du? Was ist das nur für eine Runde jetzt gewesen? Ich versteh's auch nicht. Was haben meine Mädchen alle gemacht, Mann? Ja, die sind halt reingelaufen, sind alle gestorben. Der Fuse hat dann noch reingeballert und hat unsere Mate getötet und war dann verletzt. Von seiner eigenen Fuse-Kacke. Da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet, aber es ist halt schon hart dämlich. Ja, es ist hart dämlich. Ja. Ach, Melvin. Ach ja, nee, was geht ab? Nix. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. So. Schutzplatten werden eingesetzt. Schutzplatten werden eingesetzt. Wir haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Das ist richtig. Ich versteck mich da oben. Da versteckt auf jeden Fall jemand oben. Ja, ich kenne das, wie das nämlich ist. Du versteckst unten und dann versteckt auf einmal keiner mehr oben oder bist du am Sack. Hab ich da einen Twitch-Drohne gehört? Nur noch 10 Sekunden. Muss aufpassen, ich glaube, hier ist eine Drohne im Raum irgendwo. Okay.
So, einen habe ich zumindest gerade weggeholt, aber... Da muss auch noch versteckt werden, ihr Noobs. Ja, ich habe keine mehr. Ich habe sie daneben gemacht. Ach du Scheiße, hier wird schon aufgemacht! Wow. Die haben ja, ich bin down. Wow. Ihr seid... Ja, die Runde ist weg, ne? Ja, die Runde... Wie kann er mich denn so krass... Ja, noch. Er noch 80. Ah, aber voll drauf und so. Ja, nee. Ladevolles Magazin. Jo, was bei uns so geht, Mervin, was geht bei dir? Bei mir halt... Ich muss ich mal hier aufmachen. Krass gearbeitet heute, ja, wie du auch, Bianca. ja. Ich bin relativ müde. So. Mein neuer Stuhl hier, ne? Das bin ich sogar mit diesem Kissen hier, ja, aber das habe ich jetzt höchstens irgendwie festgemacht. Ja. Ich muss mich kurz konzentrieren. Wir müssen halt rein. Da sind zwei, da ist noch einer, ja. Direkt dahinter. Beide auf der gleichen Stelle. Der eine ist draußen. Ja. Der Fuse hat von draußen, ja. Ja, da waren drei Leute. Ganz ehrlich, ne? Das war so noobig, was hier passiert ist. Unten nicht versteckt, dass der Fuse reinfusen konnte. Alle Leute sind raus, das war halt echt schlecht. Ja, irgendeiner hat halt unten nicht verstärkt. Ich habe halt die eine Wand unten verstärkt und dann waren noch zwei Wände und ein, ja genau, und einer hat halt mich verstärkt unten. Hat man ja gerade gesehen und das war ja schon wieder genug. Nach der Runde gehen wir bei der Gruppe auch raus, man, die picken halt echt. Immer schöne Montagne, ja. Bei mir ging gar nichts. Ich habe ein bisschen. Montag, nee, picken lieber. Ich hab ein bisschen gelernt. Bisschen. Und dann habe ich gegammelt. Gelernt, sagt er. Ich habe heute viel zu lange geschlafen. 18 Uhr hat er mich angeschrieben. Er ist aufgestanden. Wichser. Habe ich doch die Worte schon. War schon 18 Uhr? Wir waren uns doch erst um 20 Uhr im Test getroffen. Das war's besser. Wir haben nur unten verloren. Nee, unten ist nicht. Da komme ich gerade her. Das habe ich schon mal gesagt gestern. Er sagt 3. Ich habe keine Ahnung, was 3 bedeuten soll. Ganz oben? Ja, ganz oben. Ja, in diesem Badezimmer da. Da weißt du, wieder so geil. Du fährst die Treppe hoch, du hörst dieses Geräusch vom Jammer, auf einmal instant gejammt. Scheiße, Mann. Hätte ich mal jetzt fucking Sniper, ey. Da hätte ich da den Truck 9000 machen können. Aber nur, wenn einer die Wände aufmacht, Mervin. Ja, das ist wahr. Füßt das einfach ein wie ein Wichser. Ja. Ja, mal schauen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es der linke oder der rechte Raum ist. Also da, wo du drauf bist oder der unter uns. Ich habe einen schon da verletzt. S-Down. S-Down? Nice. Ja, ich meine, wer da aufmacht, ne? So, Nubi. Ach, wir haben keinen Thatcher, ne? Aber funktioniert trotzdem. Das sind Noobs. Also ist unter uns, ja. Ja. Warte. Wir müssen uns vorsichtig den Gefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Alter! Wow! Kann er ja nächstes Mal mehr reinfliegen. Ja, im Ballzimmer ist er halt, ne?
Ihr habt mich getötet! Was? Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Ja, er schießt auf den Schildwichser und schickt mir dahinter den Headshot. Alter. Ich würde so gern mal so nice pennen. Was? Ja, was Bianca sagte, sie würde so gern mal so nice pennen. Es ist halt echt so. Also mal vernünftig zu schlafen, also wirklich so, dass du dir morgens so aufstehst und du nicht so denkst, Alter, mein Rücken tut weh wie sonst was. Ich bin einfach nur des Todes nah und das hat schon was. Passiert halt nur nie. Ja, Bianca, ich weiß auch nicht, also aktuell, ich wach auch teilweise, ich bin gestern Abend, ich war ja mit dem Penny gegangen irgendwann und dann wach ich auf und ich denke mir einfach so, oder heute Nacht ich wach auf und denke mir einfach so, muss ich wirklich schon aufstehen? Und ich bin arschfertig einfach nur, guck auf die Uhr und dann haben wir so 1.23 Uhr oder so und ich denke mir so, Alter, warum? Rip. Warum bin ich aufgewacht? Rip. Rip. Aber echt, das ist des Sterbens nah. Aber nur zwei Zuschauer, toll. Rip. Rip. Was steht da? I, D. So, verschrieben, glaube ich. Oh. Oder hat sie es nicht verschrieben? Sie hat nur ich dir geschrieben. Oder da kommt, oder sie schreibt gerade einen ganzen Satz. Oder ich bin gerade hart verwirrt, keine Ahnung. Wir sind mal halt schon gleich im Leben. Achso, jetzt da. Ich krieg mir immer verreckt, wer will mich erlösen? Oh weh. Den Gefallen werde ich dir. Ich schlafe immer gut, wenn ich schlafe. Zumindest ja, klar, bleibst du 18 Stunden wach, dann schläfst du wieder 12 Stunden, dann bleibst du wieder 18 Stunden wach. Das stimmt gar nicht. Ich habe heute auch nur 6 Stunden geschlafen. Es bleiben 10 Sekunden. So ist das, mein. Sicher, Junge, sicher. Achso, ja, hier müsste man ja noch reinforcen, ne? Mach keiner. Was? Kann wahrscheinlich keiner mehr. Ja, muss ja. Ich meine, wir sind 5 Leute, wir können 10 Wände. Hier sind 2, 4, 6 Reinforced. Ich find's auch geil, dass wir einen Blitztypen haben, aber statt dass er mal die Blitzdinger zum Beispiel da benutzt. Ich bin der Blitzlappen, ey. Ja, dann benutzt sie aber doch mal. Ich wollte es ja weiter an die Wand setzen. Also weiter. Das sind 2 Stück Ultra Low. Also Ultra Low. Ach, scheiße, jetzt auf. Nein, 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 nein. Ich hab noch 1 HP. Zugangssperre angebracht. Sollen sie nur kommen. Ich hab noch 1 HP, Yannick. Sorry? Ja, ich bin am Sack. Das hält alles auf. Ich piek mal. Aber eh nichts zu verlieren. Da ist noch einer low. Okay, ich piek nicht mehr. Das war der Backbit, glaube ich. Da macht einer gerade die Wand auf. Ich hab gerade ultra viel blockiert. Ja, das war die. Ja, wir kommen durch den Weg, klar. Ja, da wo der Kapkan sitzt, da macht die scheiß Hibana die so geil. Hibana Sound. Verletzung ist das toll. Dass die Hibana da einfach 45 Mal dieses Ding dran schießt. Die ist halt so dumm. Wow. Wow! Schau mal, das ist vor der. Ja, ich weiß, wo der. Nein, ich hab ihn gehittet auch. Wow, und er pusht und stirbt bitte nicht. Okay, gut. Ja, ich habe auch lange Zeit gelassen für euch. Ihr kommt mit eurem Rank einfach nicht klar. Ja, es ist halt. Aber guckst, also, ganz ehrlich, du siehst es doch auch, wir haben doch so Mates, ich meine, die Runde hat das funktioniert, aber der eine nimmt immer das Schild, der andere nimmt immer das Schild und das Problem ist halt immer diese Spirale, dass ja auch in anderen Spielen wie CSGO und Dota und LOL und so ist. Du hast
geile Mates, dann verlierst du ein paar Spiele, wirst gedownrankt, kriegst dadurch eigentlich schlechtere Mates, wodurch du halt noch eher verlierst und kriegst dadurch dann nochmal einen Downrank und dann geht das so weiter. Und dann ist es immer schwer, ab einem gewissen Punkt ist es immer ein bisschen tricky, da wegzukommen, weil die immer alle richtig hart retarded. Ich nehme jetzt die Hibaner. Also wir verlieren immer nur wegen Henrik, das ist der einzige Grund. Meistens, ja. Teilweise aber auch, wenn Mervin einfach ein Retard ist. Hey. Oder weil Gizmo auf die Tastatur springt. Nice, wir haben Jakal, aber kein Thatcher. Mervin ist wieder on the row. Ich habe Jakal als zweites gepickt, also. Das glaube ich nicht. Deswegen sage ich ja, die Leute, also unser Team achtet halt nur darauf. Der eine pickt halt immer IQ. Ja. Ich glaube. Achso, ich hab sie, ja. War gar verwehrt. Ja. Du weißt, IQ ist halt einfach. IQ ist einer der schlechtesten Operator, die es in diesem Spiel gibt, aber kannst du nichts Nützliches machen. Die Waffe mag gut sein. Nein, die Frost hat mich gefunden! Weißt du, die Waffe mag ja gut sein von IQ, aber der Held an sich, der Operator ist einfach. Damit kannst du nichts machen. Der ist einfach nutzlos. Ja, es ist halt leider so, ne? Hab ich ja schon mal gesagt. Ja, weil da muss man mal ehrlich sein, bringt es einem, also elektronische Devices zu detekten, bringt das einem in diesem Spiel tatsächlich einen Vorteil? Meiner Meinung nach. Bei Puls, ja, ne? Also wenn du halt Puls siehst, dann ist das. Ja, jetzt hab ich mir gerade so selber gefunden. Hier, wo ich bin, ist einer. Easy. Mit Sicherheit behält das Fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ich hab gescannt. Okay. Da wisst ihr zumindest, wo sie sind. Versuchen wir von oben reinzukommen. Ja, die kommen gerade nach draußen, die Gegner. Ich hab noch ein Leben, Mervin, und ich meine mit ein Leben, ich habe ein Leben. Nice. Das ist ja auch gerade eben. Hier ist ja kein Dropper zu viel. Weil, fuck. War hier ein Dropper? Ja, auch nicht. Nice. Junge, ich hab einen HP und ihn getötet. Alter, es tötet mich. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Der letzte wird hinter der Theke sein, oder? Ja. Ja. Ist er? Ja, ich sag's doch schon 40 Mal. Alter. Ich dachte, das Ja war darauf bezogen, dieses Ja, warum hat er mich jetzt gekillt? Du hast ja 5-mal gefragt, ich hab 5-mal Ja gesagt. Ach, René ist im Chat, sehe ich jetzt das. Sorry, René, ich habe gerade nicht im Chat geachtet. Easy Game, easy Life. Weißt du, der Typ fußt da rein. Ich guck die ganze Zeit hinter die Theke. Es kommt keiner. Denn du so der Letzte ist bestimmt mit der Theke. Ich guck da hin. Niemand. Guck rechts in den Raum. Zack, von der Theke tot. Ist ja auch so. Oh, stopp. Kann man mal machen. Easy Win. Und damit bedanken wir uns fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.